So, heute wollen wir für alle etwas Gutes tun, die eine Lektüre lesen müssen, die schon älter ist und dementsprechend auch in einer etwas schwierigen Sprachstufe geschrieben ist. In diesem Fall geht es um die Judenbuche. Ob wir das in 10 Minuten schaffen, das wissen wir noch nicht, aber wir haben uns das auf jeden Fall vorgenommen, das möglichst schnell zu machen, ne, damit man dann auch in die eigentliche Lektüre einsteigen kann. Wichtig ist, uns geht es darum, das mit Textstellen zu machen. Die werden wir nicht alle vorlesen natürlich hier, denn man will die ja selbst dann lesen. Und deshalb gibt es dazu nachher auch eine MP3-Datei noch, in der wir das dann ausführlicher darstellen. Hier geht es um eine kurze Vorstellung dessen, was wir da im Angebot haben. Hier links, ne, ein Bild, das uns etwas angeregt hat, uns vorzustellen. Man ist, wenn man so eine Lektüre erstmal sieht, wie in einem Tunnel oder auch in einem tiefen Wald. Ne? Man ist auf einem Weg, man kann ja auch falsch abbiegen und so weiter. Da hinten sieht man ein bisschen Licht und um dieses Licht geht es eigentlich. Ne? Wir wollen so einen ersten Zugang zu einer Lektüre verschaffen, damit man dann selbst sich da hinterher dann auch weiter mit beschäftigen kann und auch entsprechend gut vorankommt. Hier rechts haben wir dann zum Teil die Sachen nochmal auch in einfach niedergelegt, sodass man das dann nachlesen kann. Die Dokumentation legen wir wie immer ab. Interessant bei der ganzen Geschichte, vor allen Dingen auch noch bei unserer Vorstellung, dass man dann mit dem eigenen Text arbeitet. Dann kann man nämlich dem Lehrer und nicht dem Leser natürlich hier hinterher auch schon direkt zeigen, dass man was angestrichen hat, und das beeindruckt meistens dann doch sehr stark. Im ersten Teil gehen wir dann hier kurz ein auf dieses Gedicht, was der Judenbuche vorangestellt ist. Wir haben dazu auch ein kleines Schaubild gemacht, was wir entsprechend dann auf der Seite noch genauer erklären werden. Es geht aber darum, dass man als Leser hier vorsichtig sein soll mit schnellen Urteilen. Hier ist so eine Waage, ne? Pro, Contra, schuldig, unschuldig. Und zwar geht es hier um einen Menschen, ne, der zwei Untaten begangen hat. Friedrich Merkel heißt er als Hauptfigur. Und der wird hier als etwas beschränkt, ne, beschränkten Hirnes wirren. Das heißt, in dem Kopf, ne, ist er ein bisschen beschränkt durch die Gegend auch, durch die Kultur, in der er aufgewachsen ist. Und auch ein arm verkümmert Sein, das haben wir daraus gelöst. Dazu kommt auch eitlen Blutes Drang. Das heißt, in ihm sind einfach Kräfte, Gefühle, die ihn manchmal auch etwas falsch machen lassen. Und auch Vorurteile gibt es hier, ne, die seiner Seele etwas rauben, ne, geheimer Seelendieb. Und die Verfasserin sagt dann hier ganz klar, was den Leser angeht, ne, du Glücklicher, geboren und gehegt im lichten Raum, in einem hellen Raum, im Licht, ne, von frommer Hand gepflegt, also von guten Leuten mit guten Absichten, die haben was für dich getan, leg hin diese Waagschal, niemand dir erlaubt, nimmer ist es dir erlaubt, lass ruhen den Stein, er trifft dein eigenes Haupt. Also Vorsicht mit solchen vorschnellen Urteilen. Das Ganze eine Novelle, eine dramatische Erzählung, 1842 erschienen. Und Judenbuche ist ein sogenanntes Ding-Symbol. Das heißt also, das ist ein besonders wichtiger Ort oder Gegenstand oder so, der eine große Rolle spielt. Ja, wir in einem ersten Schritt schauen wir uns dann an, welche Entschuldigungen es denn für diese beiden Mordtaten, auf die wir gleich noch eingehen werden, denn auch geben kann. Das, wie gesagt, wird auf der Website dann genauer noch vorgestellt. Wir heben nur einiges heraus. Er ist in einem abgeschlossenen Erdwinkel, abgeschlossene Gegend. Ne? Dort gibt es viele Mängel, aber auch Tugenden, aber auch Beschränktheit. Die Begriffe von Recht und Unrecht sind in Verwirrung geraten. Alles das kann man hier mit den Zeilen nachlesen. Ein zweites Recht hat sich da herausgebildet neben dem normalen Recht. Es gibt ein weites Gewissen und eine unparteiische Beurteilung fällt schwer für Leute, die später geboren sind. Und durchaus ein bisschen Lob für die Menschen dort. Ne? Die Form ist schwächer, so wie sie sich nach außen benehmen, aber der Kern sei fester. Es gebe mehr Vergehen, aber weniger Gewissenlosigkeit. Und sie handeln eben nach einer inneren Überzeugung, das innere Rechtsgefühl. Also hier werden viele positive Dinge auch erwähnt, aber eben auch negative Dinge, die sich dann auf diesen Friedrich auswirken.
Die zweite Entschuldigung ist dann das Elternhaus. Ne? Sein Vater ist ein ordentlicher Säufer, das heißt also einer, der das so am Wochenende macht und dann in der Woche durchaus normal arbeitet. Der behandelt seine Frau auch ganz schlecht, die erste, die er heiratet, die läuft dann schreiend aus dem Haus raus. Dann kommt später eine andere Frau, das ist dann die Mutter von diesem Friedrich Merkel, die hält sich für sehr durchsetzungsstark. Das natürlich hier klein geschrieben, so, und will den Mann auf den richtigen Weg bringen, aber das gelingt dann letztlich nicht und so wächst dieser Friedrich Merkel, muss es heißen, doch hier in ziemlich kaputten Verhältnissen auf und auch ärmlich auch noch. Dann sein Vater stirbt dann früh, wird eines Tages tot im Wald gefunden, ne, was auch nicht so gut ankommt bei den Leuten. Und bei dem Sohn gibt es dann so eine mit Grausen gemischte Zärtlichkeit. Ne? Also einmal grausig, ne, auch der Tod und die Brutalität des Vaters, aber auch eine gewisse Zärtlichkeit für diesen Mann. Denn Liebe und Sorgfalt hat er von ihm bekommen, dem Vater, der gegen alles Übrige eben verhärtet erschien. Und so kommt im Laufe der Zeit so ein Gefühl auf, ne, dass er sich von anderen zurückgesetzt fühlt, vor allem wenn sie seinen Vater, den toten Vater, beleidigen, dann ist er äußerst empfindlich und nicht immer bekommt er das Zartgefühl, das er da eigentlich bräuchte und so zieht er sich dann zurück. Und man merkt hier, dass der Vater auf den Sohn einen doppelten widersprüchlichen Einfluss hat, den wir eben schon geschildert haben, und Friedrich hält sich von der Gemeinschaft eher fern und führt ein eigenes Leben. Dann die dritte Entschuldigung nach der Umgebung und dem Elternhaus ist dann der Onkel, 12 Jahre alt. Ne? Da kommt er in die Hände eines Onkels, ein unheimlicher Geselle, heißt es in seinem Text, ne? Der mal sich ganz verschlossen zeigt und dick tut, also als hätte er irgendein Geheimnis und so weiter, aber dann auch besonders treuherzig, freundlich ist und so weiter. Der kann sich also auch verstellen und insgesamt hält man ihn eben für einen Mann, dem man eher aus dem Wege geht. Und Friedrich, der ihm hinterherläuft, der zeigt durchaus noch positive Dinge, fein und schlank für sein Alter, mit zarten, fast edlen Zügen, die besser gepflegt waren, als sein übriges Äußeres erwarten ließ. Aber auch zerlumpt mit dem Ausdruck der Vernachlässigung und einer gewissen rohen Melancholie, also Traurigkeit nach dem Motto, wenn es mir schlecht geht, dann soll es anderen auch schlecht gehen und so weiter. Es gibt eine große Familienähnlichkeit und insgesamt, ne, sieht er in seinem Onkel wie in einem Zauberspiegel das Bild seiner Zukunft mit verstörter Aufmerksamkeit. Er betrachtet ihn, ist dabei aber auch etwas verstört. Dann kommt die erste Untat, ne, da wird er mitschuldig an der Ermordung eines Försters, und zwar der Onkel, der hat sich dem Friedrich dann zugewendet und der tritt ganz verwandelt auf, ne, fest auf und bekommt den Ruf eines hübschen, gewandten Burschen. Er ist die rechte Hand des Onkels bei den Projekten, ne, die Mutter ist ganz stolz, dass der so da vorankommt. Aber er ist auf der einen Seite eben im Dorf dann auch so ein eleganter Mensch, der auch immer Geld ausgeben muss dafür natürlich, oder andererseits auch einsamer Viehhirt, braucht Geld, und er lässt sich dann wohl mit der Bande von Blaukitteln ein, das sind so Leute, die Bäume heimlich schlagen und dann nachts verschiffen und damit Geld verdienen. Und auf Seite 25 kommt es jetzt zu einem verhängnisvollen Treffen mit dem Oberförster, der mit anderen Förstern zusammen diese Blaukittel jagen will, und der beleidigt ihn also ganz, ganz übel. Das kann man hier nachlesen. Ich möchte dich prügeln wie einen Hund und mehr seid ihr auch nicht wert, ihr Lumpenpack, dem kein Ziegel auf dem Dach gehört. Bis zum Betteln habt ihr es Gottlob bald gebracht. Und an meiner Tür soll, jetzt kommt das Schlimmste, deine Mutter, die alte Hexe, keine verschimmelte Brotrinde bekommen. Vorher sollt ihr noch ins Hundeloch, also auf gut Deutsch ins Gefängnis. Und Friedrich greift dann nach seinem Aste, er ist totenbleich. Und dann aber wird er wieder ruhig. Herr, sagt er fest mit fast sanfter Stimme, ihr habt gesagt, was ihr nicht verantworten könnt und ich vielleicht auch, also auf Kompromiss ist er aus. Wir wollen es gegeneinander aufgehen lassen und nun will ich euch sagen, was ihr verlangt. Aber er tut nur so freundlich, denn in Wirklichkeit zeigt er ihm den falschen Weg, ne, der diesen Förster dann alleine zu diesem Blaukitteln schickt. Und bald darauf wird er erschlagen, aufgefunden. Aber man kann dem Friedrich nichts nachweisen. Aber hochinteressant, er will dann zur Beichte gehen. Er hat ein schweres Gewissen. Aber sein Onkel hat einen so großen Einfluss bereits auf ihn, dass er ihn daran hindern kann. Er bleibt also mit dieser Schuld da.
da allein. Aber jetzt kommt die Untertat Nummer 2 gleich. Hier heißt es dann, ne, der Eindruck, den dieser Vorfall Friedrich gemacht hat, erlosch leider nur zu bald. Und immer mehr kommt er in die Abhängigkeit von seinem Onkel. Er hat auch Leidenschaften wie Leichtsinn, Erregbarkeit und vor allen Dingen verschmäht er den Schein. Er gibt also gerne an und muss dann vor allen Dingen aufpassen, dass er damit nicht beschämt wird, also in Schwierigkeiten gerät. Und dann gibt es eine Situation auf einer Hochzeit hier, dass sein Schützling Johannes da erwischt wird, ne, und dem läuft die Butter praktisch aus der Jacke raus, ne, die er geklaut hat. Das ist natürlich sehr peinlich für ihn. Und das versucht er auszugleichen, indem er eine silberne Taschenuhr herausholt. Eine prächtige Uhr, sagte der Schweinehirt und schob sein Gesicht in ehrfurchtsvoller Neugier vor. Wilhelm Hülsmeier, das ist ein Nebenbuhler, der immer so ein bisschen gegen ihn ist. Was hat sie gekostet? Rief er. Und dann fragt er Friedrich, willst du sie bezahlen? Und dann Wilhelm, hast du sie bezahlt? Und das wird dann ganz gefährlich, denn kurze Zeit später kommt das Horrorszenario hier. Denn dann kommt eine unerträgliche Schmach, da kommt nämlich plötzlich der Jude Aaron rein. Und der sagt, hey, ich krieg noch 10 Taler von dir, die habe ich doch Ostern schon geliefert, die Uhr. Und Friedrich war wie vernichtet fortgegangen. Das konnte er nun gar nicht haben, hier die Beschämung. Und der Jude ist ihm noch gefolgt und schreit immer, weh mir, warum habe ich nicht gehört, auf vernünftige Leute? Haben sie mir nicht 100-mal gesagt, ihr hättet all euer Gut am Leibe, also ihr tragt das, habt ihr gar nicht zu Hause mehr, nur Klamotten und so, und kein Brot im Schranke. Das ist natürlich unglaublich beleidigend für, beschämend für Friedrich. Er hat ja recht, der Jude hier, wenn er das Geld haben will. Und Friedrich verschwindet dann wie vernichtet. Kurz darauf wird der Jude tot aufgefunden, Friedrich aber ist rechtzeitig verschwunden. Ja, wir haben dann am Ende jetzt hier mal, gehen wir noch auf den Schluss jetzt ein, schon mal ein Tod des Oberförsters, ne? War das so ein bisschen im Halbdunkel, also die Verfasserin spielt hier so ein bisschen mit dem Leser herum, ne? Man hat das ja nicht genau mitbekommen, was da passiert ist, das wird nur angedeutet, aber immerhin will er beichten. Und bei der Ermordung des Juden Aaron, ne, sind wir auch nicht dabei. Und es gibt sogar so einen Entlastungshinweis des Gutsherrn. Der hätte her behauptet, oh, in der Nachbarstadt, da sei einer gewesen, der habe den Mord gestanden, aber der hat sich dann aufgehängt und von daher kann man ihn nicht mehr befragen. Und dann kommen 28 Jahre Pause und dann erscheint plötzlich so ein ganz abgerissener Mann, der sagt, er kommt aus der Türkei und war in Gefangenschaft und so weiter. Den hält man für Johannes. Und der Leser, ne, glaubt das dann auch. Es gibt aber zwei Hinweise, dass es nicht Johannes ist, dass er eher Friedrich ist. Nämlich er erstaunt plötzlich, ist ganz erstaunt, als der Gutsherr ihm sagte, warum seid ihr weggelaufen da? Ne, das war doch ein ganz anderer, der Täter. Oh, ne, dann haben wir den ganzen Stress uns gemacht, obwohl wir nicht schuld waren. Das ist ein bisschen seltsam. Und er hat Knöpfe von Friedrich in seinem Koffer, die man später dann feststellt. Und schließlich verschwindet er und wird dann tot aufgefunden, hat sich unter dieser sogenannten Judenbuche, an der Judenbuche aufgehängt. Und dann sagt der Gutsherr, das war der Friedrich und nicht Johannes, der kennt ihn da. Und nämlich andere Juden hatten dort nämlich eine Tafel aufgehängt. Wenn du als Täter dich diesem Orte nahst, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast. Das heißt, am Ende hat Friedrich hier letztlich sich selbst gerichtet. Da kam er nicht mehr drum herum. Und hier sieht man, ne, das heißt also hier natürlich die beiden fürchterlichen Beteiligungen am Mord oder sogar vollständiger Mord. Und hier aber Dinge, die wir aufgeführt haben, die alle ihn ein bisschen entlasten. Und darum läuft die Novelle letztlich darauf hinaus, dass man da kein vorschnelles Urteil sich erlauben soll. Hier wie immer die Dokumentation, ne, dort werden wir auch auf eine MP3-Version verweisen, wo man dann die Textstellen direkt am eigenen Text dann auch verfolgen kann und hinterher hat man dann schön markierte Textstellen bereits. Dort eventuell auch Aktualisierungen, Fehlerkorrektur oder so etwas und wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal schnell durchblicken abonniert, denn wir haben auch in diesem Bereich noch einiges vor, was euch hoffentlich das Leben erleichtert.